Werden immer wieder mal gefragt, ob gelbe oder graue Schnur, wo die Vor- und Nachteile sind. Ja, letztendlich bleibt es Geschmackssache, aber wenn man auf großen Seen mit dem Schlauchboot draußen zurückkommt und dann sieht man die Schnur von den anderen Routen, dann kann man natürlich besser denen ausweichen und erst gar nicht reinfahren. Das ist der große Vorteil von farbigen Schnüren, die auffällig sind. Und ansonsten fischen auch sehr viele immer noch die graue Schnur, grau oder gelb. Ja, letztendlich bleibt es am Ende Geschmackssache, aber es gibt eben Vorteile, wenn man die Schnur sieht. Natürlich können Karpfen die Schnur auch sehen. Da ist die Frage dann, ob sie gegen den Horizont die dunkle oder die gelbe besser sehen können. Auch da kann man geteilter Meinung sein oder es gibt unterschiedliche Situationen. Wichtig ist bei der Schnur, dass sie weder nach unten sinkt noch stark auftreibt, somit also eher neutral ist. Das haben wir ja mittlerweile schon seit 15, 16 Jahren so. Und die Schnur hat sich sehr bewährt und wird hierbei bei 30er Snaggy Water auf dieser 14.000er Rolle mit 450 Meter aufgewickelt. Und wenn es eine 17er ist, dann passen satte 700 Meter auf diese Rollen, die mittlerweile ja viele kennen. Gibt es ja in verschiedenen Ausführungen. Man kann das Ganze auch mal überprüfen mit so einem Schnurspulgerät. Entschuldigung, mit einem Schnurzähler. Ja, und am Ende bleibt es, dass man damit jetzt zum Karpfenangeln rausfährt. Und dabei wünsche ich allen viel Erfolg, viel Spaß, egal welche Schnur ihr drauf habt. Une tresse là-bas avec des gros avantages, une tresse qui coule pas, qui flotte pas, elle reste entre deux eaux, on évite de s'accrocher dans les souches. Le gros avantage qu'elle a aussi, c'est que vous avez 3, 4, 8, 900 mètres de tresse et là vous n'avez aucun nœud. Donc jaune vraiment visible, elle existe aussi en grise, en 30 centièmes et en 17 centièmes aussi. Jusqu'à 1800 mètres. 1800 mètres. Sans nœud. Sans nœud. Ouais. Et chaque 300 mètres, si c'est vide. Il n'y a pas aucun nœud. Oui. La tresse qui se vide deuxième bobine après. C'est aussi bien pour regarder combien de tresses il y a déjà sur le bobine. Hein. C'est du Nema 100%. Ça casse presque pas. Das sind jetzt auf der 14.000er die ersten 300 Meter. Relativ gerade gewickelt, weil ich zwei dünne und zwei dicke 55er Unterlegscheiben noch drauf habe. Ja, hiermit wird nicht geworfen, sondern Boot abgelegt. Deswegen ist die Schnurverlegung auf die maximale Kapazität mit den Unterlegscheiben jetzt ausgelegt. Und hier, wie man sieht, einfach nach oben. Und jetzt kann das wieder frei drehen. Und dann die nächsten 300 Meter werden es nicht. Ich mache jetzt den Schnurzähler drauf, um dann auch bekannt zu geben, wie viel genau von so einer 30er Invisible, Entschuldigung, Visible Touch, von der gelben sichtbar Visible da drauf passt. Snaggy Water ist das. So, jetzt ist die erste Spule leer, wie man sieht. Die hat als Druck auch noch schön von der Wiese was abbekommen. Das ist die 30er. Und jetzt geht man hin und macht den Tesafilm an der Stelle ab, klebt die nächste Kante praktisch hier drunter. Und damit kann die nächste 300 Meter Spule geleert werden. Es bleibt also ohne Knoten, wie man hier sieht. Die ersten 300 sind runter. Also immer von unten anfangen nach oben, nicht oben irgendwo, aber oben findet man eigentlich auch keinen Beginn. Von daher, also man findet schon einen Beginn, wenn man es da abschneidet, klar, aber das wäre dann der falsche Weg. Ja, ich würde sagen, gute Fülle. Schlagschnur noch dazu, sieht man auch die Kante unten, Kante oben. Eine 50er, 60er Schlagschnur noch, 10, 20, 25 Meter. So, das heißt, wir haben insgesamt die 300 plus die 150 sind 450 Meter, 30er Snaggy Water, das ist schon auch amtlich für so eine Rolle. Schön. So, und damit ist jetzt hier 150 Meter jetzt hier noch drauf. Die kommt jetzt auf die nächste plus die nächste Spule und schon habe ich zwei Rollen voll mit 3 mal 300 Meter Visible Touch Snaggy Water.